Einen wunderschönen guten Tag, meine Abonnenten und meine Thai-Fans. Ja, und die neuen Abonnenten, wenn Sie das wollen. Ja, Hausbau in Thailand. Ja, ich habe ja schon viele Häuser gesehen. Ich habe schon Häuser hier, wo man reinfährt, gesehen von einem Freund. Die Tochter hat ein Haus hier in Korat gekauft. Da habe ich mir mal bei begutachtet. Ein paar andere Häuser, so da, die da stehen. So wie mein Haus, so wie mein Freund Haus, so. Der Claude, der hat jetzt auch vor einem Jahr gebaut. Ja, ich habe schon viele Häuser gesehen, aber ich habe noch kein Haus gesagt. Perfekt. Na, so viel Mängel und kleine Risse, was ich hier in Thailand erlebe, habe ich nirgends so erlebt. Ich habe in Amerika viele Häuser gebaut. Aber was ich hier sehe, habe ich noch keinen gesehen, was perfekt ist. Ja, ich habe höchstens einen in Buriram gesehen, mal vor langer Zeit. Das hat eine deutsche Firma gebaut. Das ist das vernünftige deutsche Handwerk. Aber hier habe ich noch kein vernünftiges Haus gesehen, wo man sagt, in 5 oder 10 Jahren sind noch keine Risse. Das Haus steht jetzt 2 Jahre, überall kleine Haarrisse in und außen. Ich weiß nicht, was wie die mauern können. Und dann sagen sie, ich habe eine Firma, ich bin der Maurer oder sonst was. Ich habe schon so viele gebaut, Häuser, aber auch in Amerika, Arabien habe ich hier Einkaufszentrum gebaut. Ich habe Hotels renoviert in Österreich. Ich habe Reihenhäuser gebaut oder Trockenbau gemacht in Schweiz. Aber ich habe nicht mal Mängel gehabt, dass in 2 Jahren kommen. Hier kriegen Sie ja nur 1 oder 2 Jahre Gewährleistung. In Deutschland hast du 5, auch wenn du hier Umbauten machst, sind das 5 Jahre Gewährleistung. Nur in Thailand, irgendwann habe ich keine Lust mehr. Das ist ja noch nicht mal 2 Jahre. Meine Eltern haben ein Haus gehabt, das waren 10 Jahre noch nicht mal Mängel. Das Einzige, die Dachpappe muss mal erneuert werden. Oder an der Kante, wo das ein bisschen Schatten ist und nicht so viel Sonne hinkommt, da muss man mal imprägniert werden, sonst ist das nichts gewesen. Die Eltern haben da 25 Jahre gewohnt, das Haus in 1A-Standsetzung gehalten. Ja, habe ich auch immer gemerkt. Aber was ich hier in Thailand erlebe, nein. Genauso, die haben keinen Sinn, Sauberkeit zu arbeiten. Beispiel Erde wird nur oben runtergenommen und unten wäre es festgetrampelt, dass du nachher so einen 10 cm Aufbauhügel hast. Ja, ist alles so schön. Kann man das nicht unten gerade abtragen? Nein, das können sie nicht. Das Gehirn reicht nicht mal so weit. Oder so. Oder Sauberkeit, das verstehen sie wenige in Thailand. Es ist nur traurig, dass ich sowas sagen muss. Tja, und irgendwann hat man selbst keine Lust dazu. Deswegen wird Thailand auch nie hochkommen. Wo sie die Chance haben, so weit langt das nicht, das Denkvermögen nicht, leider. Habe ich von vielen Europäern gehört, wie die sind. Aber dann frage ich mich, da kannst du in einem Armutviertel leben, in Afrika. Da ist das manchmal sauberer, also die haben zwar nicht viel, aber die sind glücklich, die was sie haben. Und das wird repariert, was hier nicht gemacht wird. Genauso Regenzeit. Können wir nicht arbeiten? Können wir die Risse nicht ausbessern in-house? Dann sage ich, wieso? Habe ich noch nie gehört im Winter. Können wir nicht in-arbeiten, ausarbeiten in Deutschland? Im Winter wird nur in-arbeiten gemacht, im Sommer wird außen gearbeitet. Ich verstehe es nicht. Hier ist das ein großes, komisches Thema. Was hat da mit dem Regen in zu tun? Ich weiß es nicht. Das ist nur Ausreden, Anneli. Nur. Meine Frau sagt das immer so, ich glaube, das stimmt doch nicht. Am besten, wenn ich euch empfehlen sagen würde, bau euch kein Haus, macht das selber, wenn ihr Ahnung habt. Was hier gefuscht wird, das ist jetzt über Naht. Schreibt mal euer Kommentar, was ihr so an kleinen Baumängeln habt mit Risse und dies und das. Guckt mal genau durch, besonders an Fensterstor. Da muss ich immer auf achten. Ja, meine Leute, oder draußen kommt die Zementplatten runter.
Ja, habe ich viel schon gesehen hier, wo die Häuser 2 Jahre alt ist, was da schon Mängeln ist. Ich würde mal einen Bericht mal darüber bringen, damit ihr es mal seht. Weil das muss jetzt mal Schluss sein. Die wollen ja nichts lernen, die Thais von den Europäern, aber so werden sie nie was. Schreibt mal euer Kommentar dazu. Ich würde mich freuen. Bis dann. Ciao, euer Sie aus Thailand.